Im heutigen Video werde ich Zillertaler Krapfen vegan machen und wieso wir das machen, werde ich euch nach dem Intro erklären. Wie einige bestimmt wissen, bin ich aus Österreich und ich liebe einfach österreichische Gerichte. Und ich habe mir die letzten Wochen überlegt, okay, viele dieser österreichischen Gerichte sind nicht vegan. Wie kann man das machen, dass das auch vegan ist? Und genau aus diesem Grund werde ich heute mit euch Zillertaler Krapfen machen. Und dafür machen wir als erstes mal den Teig. Dafür benötigen wir 2 Arten von Mehl, und zwar Roggenmehl und Weizenmehl. Dazu geben wir etwas warmes Wasser und rühren das Ganze schön um, damit es eine richtig schöne Konsistenz hat, bis wir einen wunderbaren Teig haben. Den gehen wir jetzt auf die Seite und machen die Fülle. Für den fein käsigen Geschmack geben wir jetzt Cashewkerne rein und geben das Ganze schön in den Shaker. Nun haben wir ein Cashewpulver, das gibt den ganzen den Geschmack vom Käse. Ist jetzt eigentlich ganz fein und angenehm. So kann man es reinmachen. Als nächstes werden wir Kartoffeln schön reinreiben, denn Kartoffeln braucht es definitiv für den Geschmack. Wer Zillertaler Krapfen kennt, weiß, dass die relativ viel Säure haben. Aus diesem Grund habe ich hier jetzt etwas Joghurt reingemacht, sowie Salz und Pfeffer. Das ist so eine Ermessenssache, wie viel man davon reinmacht und wie es einen eigentlich im Grunde am besten schmeckt. Nun kommen noch Jungzwiebel rein, und das ist das hier, die habe ich selbst angebaut. Und Jungknoblauch, das werde ich jetzt schön klein hacken und noch reingeben. Dafür verwende ich persönlich eine relativ einfache Methode, und zwar schneide ich das Ganze einfach mit einer Schere rein. So geht es relativ schnell eigentlich und unkompliziert. Und dann braucht man das nur ein bisschen durchmischen. Und die Fülle ist dann soweit ready. Der aufwendigste Part, und zwar werden wir den Teig klein schneiden, klein drücken, bisschen Mehl drüber streuen, auswolken und anschließend dann befüllen. Sobald wir alle gefüllt haben, geben wir sie ins heiße Fett rein. Einfach sind vegane Zillertaler zu kochen. Ich wünsche euch beim Nachkochen sehr viel Freude, denn ich werde mich jetzt verabschieden, denn ich habe keine Lust auf kalte Zillertaler. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao!